Jo Leute, was geht? Willkommen zu Lords of the Fallen. Eine Stunde Gameplay. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Wir starten jetzt direkt rein. Neues Spiel. Chat, sag mal, ob der Ton so passt. Und wir gehen rein. Hier wurde schon gespoilert. Es gibt anscheinend verschiedene Klassen. Da gucken wir gleich rein, welche ich nehme. Direkt. Wenn man das Spiel startet, kommt direkt so ein Trailer. Den habe ich jetzt mal rausgelassen. Das ist eigentlich der gleiche Trailer, den man auch schon kennt von der E3. Und ansonsten, ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass es ein Souls-like ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwie Looten und Leveln geben. Es wird richtig schwer sein. Und das Gameplay sah ja auch sehr geil aus. Dein erstes Souls? Nein. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, damit ihr ein bisschen mehr vom Spiel seht. So, das kenne ich hier jetzt noch nicht auf jeden Fall. Boris, forgive me. And steal this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Okay. Er hat keinen Bock mehr drauf. Es sieht so gut aus. Es ist auf jeden Fall Demon's Souls Niveau. Würde ich sagen. Von den Cutscenes her. Bin gespannt, wie es gleich im Gameplay aussieht. Es kommt ja auf YouTube und im Stream da meistens nicht so rüber, wie es wirklich ist. Deswegen müsst ihr euch ein bisschen auf meine Meinung vertrauen. Aber das macht ihr ja eigentlich immer. So, hier sind die verschiedenen Klassen, ja. Wir haben hier einen Kriegswolf, einen Partisan. Also ich muss sagen, das UI, was ich hier jetzt gerade sehe, ist nicht PS5-Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht sehr nach Last Gen aus. Und ich habe keine Ahnung, was wir hier nehmen. Feuerkultist hört sich irgendwie cool an. Die Feuereffekte sehen cool aus. Wir gehen einmal alle durch fürs Video. Wählen auf eigenes Risiko. Verdammter, ein jämmerlicher Gefangener, der unbeschreibliche Qualen erlitten hat, ob seine Schuld nun bewiesen war oder nicht. Eine Klasse für diejenigen, die das Schicksal heraushören und ihre Widersacher gnadenlos mit blutgetränkten Händen erdrosseln wollen. Das klingt nach einer Klasse fürs Goppel. Was nehmen wir? Sehen wir einfach einen ganz normalen Standardritter erstmal. Der sieht aber irgendwie dumm aus. Will keinen dumm. Der sieht auch doof aus. Waldläufer ist auch cool. Oh. Verbannter Nachsteller. Okay, das ist so ein bisschen Ninja-mäßig. Oh. Oh. Also ich habe das Gefühl, es ist so relativ ähnlich zu Souls, ne? Also logisch, es ist ein Souls-like, aber mit den Klassen. Sollen wir den nehmen und den Baloo nennen? Ah, es gibt auch Frauen. Ah, sehe ich mich. Sekunde, jetzt müssen wir... Ja, sorry, jetzt müssen wir noch einmal die Frauen durchgehen. Kann man, obwohl, kann man den Körper ändern? Wenn ich den nehme und dann... Ja, kann man. Hier, Kopf. Kopf A, Kopf B, oh mein Gott. Eine Stunde, oh mein Gott. Was? Machen wir jetzt hier eine Stunde lang Charakter? Machen wir eine Stunde Charakter? Ja, eine Stunde, ich hab gedacht, eine Stunde Gameplay, Leute, ne? Nee. Eine Stunde Character Building. Das mache ich jetzt nicht. Es ist auch nicht so seamless, also es muss ein bisschen laden. Wir lassen das jetzt so, aber...
Finde ich spannend. Groß, muskulös, dünn. Muskulös. Okay, ist auf jeden Fall kein Sexheld. Aber warte, man kann hier. Groß, dünn. Muskulös, dünn, groß kann man machen, okay. Hautfarbe. Überprüfen. Wir lassen das jetzt so. Name ändern. Ist zwar ein Wolf, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Man kann kein Item noch irgendwie auswählen, deswegen Abfahrt. 5 Minuten Charakter erstellen, geht auch klar. In 2 Wochen sehen wir dann Gameplay, yo. Ich bin für den genverzerrten Kriegswolf. The latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. Ich hab Deluxe, da ist auch direkt DLC mit drin. Also die Cutscenes sehen echt gut aus. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Synchro gefällt mir auch sehr gut. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Tief in der Brücke. Our work is of the greatest import. In der Brücke? Boah, jetzt bin ich gespannt, Leute. Bitte lass es kein Gollum 2.0 werden. Bin gespannt, wie das mit der Leuchte funktioniert und aussieht. Ja, also ich hatte mir damals das Gameplay schon von IGN angeguckt und auch ein bisschen was durchgelesen. Und es klang sehr nach Twilight Princess, dass es zwei verschiedene Welten gab. Okay, es ist... Ich würde sagen, es ist irgendwo zwischen dem Demon's Souls zwischen, also es ist doch, es ist beim jetzt so vom Look her kein Demon's Souls Niveau. Ja. Okay. Was geil ist, wenn man springt, vielleicht seht ihr das auch im Stream. Der macht am Ende nochmal so ein Dash vorne, wenn er aufkommt. Seht ihr das? Wenn die Kamera nochmal schneller wird. Wenn er aufkommt und die Rolle macht. Okay, R1 für schnellen Angriff. Und R2 für langsamen Angriff. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Kamera schneller machen, weil die ist ja übel lahm. Kamerageschwindigkeit. Oh, doppelt. Ah, besser. Okay, wie laufe ich schnell? Okay, auf L3 laufe ich schnell. Es gab übrigens kein Day One Patch. Das muss man auch mal lobend sagen. Kein Day One Patch. Das heißt, Disc einlegen und losspielen. Ah, hier. Oder nicht, von hier komme ich. Hier rechts. Drücke R, um dein Ziel zu erfassen. Bewege er, um zwischen Zielen zu wechseln. Alles klar. Wo ist Heilung? Ist dieses Kreuz hier unten Heilung? Ja, ist es. Okay. Heilung auch schnell. Ich habe jetzt natürlich kein 4K an und kein HDR und kein Pipapo, weil Twitch-Stream und so. Vielleicht sieht es besser aus, dann nochmal in höherer Auflösung ohne Stream. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Drücke beim Sprinten X, um zu springen.
abgeschworen. Also ich teile einfach mal so ein bisschen meinen Ersteindruck. Es ist... also erstmal fucken diese Sachen da die ganze Zeit übel ab. Also ich bin noch kein Holzkopf. Ich habe es einmal gelesen, dann ist doch gut. Und ich habe direkt das Problem, dass ich mich nicht zurechtfinden kann. Das kann aber auch hier gerade das Tutorial sein, dass es hier alles irgendwie gleich aussieht. Boah, aber diese Tipps da oben, die dreimal kommen, die nerven übertrieben. Oh, der fühlt sich wuchtig an. Inventar. Okay, kriegt man hier direkt eine neue Waffe? Ne, Wurfstein. Okay, brauche ich nicht. Drücke Steuerkreuz oben, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Hm? Für Bogen, Ammo, L zu. Okay, mache ich mal. Was? Man kann einfach grundsätzlich Sachen werfen? Habe ich davon irgendwie eine bestimmte Anzahl? Oder kann ich da... Munitionskosten 2. Und wo ist meine... Ah, guck mal, oben links in Munition. Das ist wie die Silberkugeln bei Bloodborne, oder? Okay. Was ist mit meiner Lampe? Ups. Motten weisen und brauche auf wichtige Orte hin. Wählt unten und L2. Ah, L2 ist... Also, da bin ich gerade drüber. Das hier mache ich mit L2. Ne? Hier ist so. Und dann hier so. L2. Und Steuerkreuz wieder nach oben. Also, es gibt Steuerkreuz oben und unten. Es gibt also kein Blocken oder ähnliches mit L2. Vielleicht kommt das noch mit anderen Waffen. Aber L2 ist immer quasi die andere Waffe, die man ausgerüstet hat. Hier. Das heißt, man hat hier Waffe plus Wurfhand. Und Waffe hast du immer auf R1. Ja, Waffe ist immer da. Auch wenn ich hier unten bin. Ja, Waffe ist immer da. Okay. Gecheckt. Und dann mit L2 aktivierst du das. Ey, wenn wirklich komplett das ganze Game so ist, dann bin ich aber sowas von hooked. Guck mal, wie geil ist das denn? Also, das Gimmick finde ich schon mal sehr geil. Die Frage ist, komme ich auch durch, wenn ich es mir nicht angucke? Nein. Man kommt nur durch, wenn ich es mir auch angucke. Oder wie? Oh. Also da würde ich gerne wissen, wie das programmiert ist. Tipps kann man safe ausstellen in Optionen. L1 plus R2 gleichzeitig, um einen Angriff von mehreren Treffern durchzuführen. Ah, hier ist. L1 ist Schutz. Okay. Nee, ich lasse die Tipps mal an. Anscheinend sind da doch Dinger, die spannend sind. Alle Angriffe können zu einzigartigen Kombos kombiniert werden. Dazu gehören auch Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Außerdem können Nahkampfeinstellungen dynamisch mittels Dreieck gewechselt werden, um noch variantenreichere Angriffe zu ermöglichen. Huh, das klingt erstmal umfangreich. Das klingt erstmal... Autsch, umfangreich. Ich würde mich gerne heilen. Und ich will diesen Dings hier ausprobieren. Okay, also der Mehrfachangriff, der ist noch nicht so... Fühlt sich jetzt erstmal nicht so gut an. Weil... Der Arsch langsam ist. Drück Dreieck. Okay, es gibt zweihändig und einhand. Zweihand. Okay. So. Die Sanguinarix ist euer primäres Werkzeug zur Heilung und wird bei der Wiederbelebung aufgeladen. Auf sie kann über Schnellauswahl zugegriffen werden, aktiviert sie mit Viereck. Wählt einen Gegenstand in der Schnellauswahlleiste mit links rechts. Okay, und im Inventar neu. Okay. Gut, dass du mir das jetzt sagst, wo ich schon keine mehr habe. Hehe. Wählt euer Umbra-Laterne mit unten, hebt sie mit L2.
erzeugt durch das Halten von Viereck einen Riss, um nach Umbral zu wechseln. Achtung, ihr könnt Umbral nur bestimmte Punkte. Ihr könnt Umbral nur an bestimmten Punkten verlassen. Okay. Okay, wenn man Umbrallaterne macht und dann Viereck, dann ändert man einfach komplett die Welt. Wählt was? Wählt eure Umbrallaterne, hebt sie mit einem Riss, um nach Umbral zu wechseln. Okay, man kann also immer hin und her switchen. Boah, ich glaube, das kann halt übelst. Also das kann, also du musst ja alles doppelt angucken. Und wenn ich jetzt die Lampe nehme, dann ändert sich nichts mehr. Komme ich wieder zurück? Zurück komme ich auch nicht. Okay, es geht dann doch nicht komplett seamless. Was? Wählt eure Umbrallaterne, hebt sie mit L2 und setzt mit R2 Seelenschinder gegen euer Ziel ein. Und was bringt das? Wieso liegen die Tipps nicht auf dem Boden? So. Danke für die ganzen Follows, Leute. Bin in der Aufnahme, lese ich später vor. Aber seht ihr, was ich... Also ich weiß nicht, ob das einfach der Look ist, aber es ist so... also ich würde mich jetzt hier... Es ist zwar schlauchartig, aber ich würde mich hier nicht zurechtfinden, wenn ich jetzt nochmal zurücklaufen müsste oder so. Wir sehen, wie Laterne LNR2. Wenn Seelen als Feind entblößt ist, könnt ihr sie angreifen, um sie zu schwächen. Greift einen geschwächten Feind an, um erheblichen Schaden zu verursachen. Greife ich das an oder den? Den, ne? Okay. Kann ich eigentlich mal wieder zurück? Ne, zurück kann ich nicht. Also man kann die Welt nur hin und her switchen an bestimmten Orten. Und ich glaube immer bei diesen komischen... Ne, was? Also... Ich kann jetzt nicht zurückwechseln, ne? Ne. Aber der Look ist cool, ne? Hier mit den Händen und so. Gefällt mir. Kein Angriff für die Ladung verbraucht. Umbrallaterne, hebt sie mit R2 und zopft euren Feind oder Blase mit R1 an. Okay, wie viele habe ich noch? Gar keinen, oder wie? Ah, da. Also irgendwie hat das mit der R1 nicht so gut funktioniert. Ach, bei den Dingern. Habe ich nicht ganz... Also das habe ich nicht ganz verstanden hier, das... Da ist er schon wieder. Check ich nicht. Weiter geht's. Eure Gesundheit wird geschwächt, wenn ihr Umbral betretet oder bestimmte Aktionen mit eurer Umbrallaterne durchführt. Geschwächte Gesundheit kann durch Schaden an Feinden wiederhergestellt werden. Okay. Ich habe jetzt nichts von gemerkt, aber gut. Okay.
Also, ich bin noch ein bisschen verwirrt, bin ich early. Wäre geil. Also, ich habe einen Umbralpunkt oben links und den kann man verwenden oder eben nicht. Also richtig blick ich es nicht. Heilige Quintessenz. Drückt beim Fallen R1 oder R2, um einen Sturzangriff zu vollführen. Das ist aber tief. Das hat ja super funktioniert. Wenn man einmal in Umbral ist, kommen nur ein Checkpoint hier raus. Ja, ja, so habe ich das auch gelesen. Die Frage ist, woran erkenne ich Checkpoints? Durch einen Seelenschinder kann der Feind in jede... Was soll ich denn wissen, was ein Seelenschinder ist? Das hier, vielleicht? Keine Ahnung. Mit neuen Mechanics bei neuen Games tue ich mich immer schwer am Anfang, weil ich es nicht raffe. Je länger ihr euch im Umbral aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Je länger ihr euch im Umbral aufhaltet, desto gefährlicher die Bewohner die Jagd auf euch machen. Ja, dann lass mich wieder raus. Ah! Okay, die machen halt gar keinen Schaden. Das ist richtig Tutorial hier. Guck mal, da ist jetzt auch so ein Auge. Komme ich jetzt wieder zurück? Ne. Okay. Das war das, was ich machen sollte. Verstehe. Ah, guck mal hier. Aus Umbral zurückkehren. Verwendet mit X Entstehungsbildnisse, um aus Umbral zu kommen und nach Axiom zu wechseln. Ja. Okay, gut. Okay. Bringt mir das, wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe, Easter Egg-mäßig? Geht gar nicht, okay. Was? Die Frage ist, muss ich eigentlich mir alles doppelt und dreifach angucken? RTX 62 spielen? Keine Ahnung. Ach, guck mal, jetzt bin ich da. Hier war ich doch eben. Okay, ich check's. Ich weiß, wo ich bin. Rein hier. Boss. Damit du wieder kannst du Dinge an der Wand sammeln. Checkpoint, da wird der Controller. Danke, Ghost, für die ganzen Tipps. Sehr gut. Was ist das hier? Überreste von Ranik. Ah, ist das vielleicht ein Leuchtfeuer? Das ist safe. Ja, das ist ein Leuchtfeuer. Okay, Charakter aufwerten. Es ist so wie immer. Natürlich gehe ich am Anfang auf Leben und Ausdauer. Es wird leider nicht gesagt, was dadurch... Ah, okay, so. Wo ist mein Leben? Kraft?
Ist Kraft mein Leben? Ich kann nur ein Level machen. Das erste Level kostet schon 1900. Agili. Ach nee, Kraft. Was ist Kraft? Ah, Mana, Gesundheit. Da oben ist es. Da oben rechts. Hier. Mit Vitalität. Macht Sinn. Was mache ich bei Ruhen? Okay, hab geruht. Okay, es ist nicht überall immer unterschiedlich, was man sich anguckt. Es ist halt. Es gibt also bestimmte Gebiete, wo was ist, und manche, die sind halt einfach normal. Okay, verstehe. Kraft kannst du mehr tragen und machst mehr Schaden, okay. Ja gut, das ist jetzt erstmal nicht interessant, ich muss sowieso immer... Was ich bei Souls-Likes, da mache ich immer dasselbe. Am Anfang Ausdauer und Leben und erst wenn ich eine gute Waffe habe, die ich mag und die ich spielen will, dann gehe ich auf die jeweiligen Werte. Okay, das mit der Gesundheit wiederherstellen ist auch... Kennen wir. L1, unmittelbar vor einem Treffer. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Haltungsschaden. Wenn es vollständig reduziert ist. Oh Mann, ey. Oh, oder eines Trittes. Oh Gott. Oh Gott, das kann ich nicht. Oh Gott. Wie weit vorher muss ich blocken? Ich bin eher der Ausweicher, bin ich early. Bam! Au. Pariert feindlich. Ne, ich pariere gar nicht. Also ich werde erstmal das Game genau wie Lies of Pi durchspielen ohne parieren. Oder hier schön mit na, Fernkampf. Ups. Was war das denn? Voll random gemacht, wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier werfen. Guck mal hier für dich. Eine Axt im Kopf. Also parieren lasse ich erstmal weg. Parieren lernen mache ich erst, wenn ich es muss. Kannst auch Boss ab und zu Seele entziehen. Ja, habe ich gerade gemacht, ne? Völlig random. Also wenn das der erste Boss ist und ich den besiegen muss, ja, hau rein. Okay, wieso ist seine Energie unten so, wie sie ist? Kann ich den überhaupt schaffen? Den kann man nicht schaffen. Tutorial Boss, ich muss sterben, oder? Save. Den kann man nicht schaffen. Ja, ich bin tot, okay. Ja, das muss. Deswegen hast du auch genauso viele Seelen. Was ist? Hä? Ich lebe nochmal. Kann er mal runterkommen? Ja, den muss kannst du nicht. Den kannst du nicht. Man muss sterben. Einen normalen, einen Umra. Oh, das ist ja cool. Man hat grundsätzlich zwei Leben. Ich wette aber, es gibt was Geiles, wenn man den Tutorial-Boss... Ich muss den besiegen? Sag mir nicht, ich muss den besiegen. Moin, Abo. Sag mir nicht, ich muss den besiegen. Wenn ihr in Umbral umkommt, wird eure gesamte aktuelle Kraft an der Stelle zurücklassen, an der ihr gestorben seid. Okay. Nee. Steuerung ist gut. Okay, ich bin tot, aber der Kollege... Verloren gefunden. Aber der Kollege ist auch weg. Okay. Ich glaube, morgen kommt, also wenn ihr das Video auf YouTube seht, wird ein Day One Patch kommen, weil es ab und zu leckt. Und ich glaube, weil ich ja einen Tag vor Release bin,
dass dann Day One Patch kommt. Also kann ich mir fast gar nicht anders vorstellen. Umbralparasiten gibt's auch noch. Ja, gut, und wie kriege ich die Umbralparasiten weg? Mann, ey! Ich kann da nicht angreifen, während... Hä? Ich kann dann... Warte, ich muss noch mal lesen. Was stand da? Wählt Umbralaterne und zapft ihn mit R1 an. Okay. Zapft ihn mit R1 an, um ihn zu zerstören. Okay, zerstört. Okay, mit R1 kann ich die Parasiten killen. Gecheckt. Ein Glück, das hört man gerne. Ja, ja. Das, also Steuerung. Das einzige, es gibt bisher eine Sache, die ich. Zwei Sachen. Also das hier ist viel. Wechselt das Reich. Ja, mach ich gleich. Ich will erstmal hier gucken. Die Tipps sind ein bisschen viel. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber das kann auch eine ganz subjektive Meinung von mir sein. Aber eine Sache, die mich stört. Ich hoffe, ich denke mal, dass es noch besser wird. Ich denke, da hatte ich auch bei Lies of Pi ein Problem mit. Ist, dass es alles sehr gleich aussieht und ich mich nicht zurechtfinde. Oder ich mich nicht gut zurechtfinden kann. Das Problem hatte ich bei Lies of Pi auch schon in den ersten zwei Gebieten, dann wurde es besser. Hier finde ich es auch schwierig. Also, es sind bisher kleine Gebiete, deswegen alles gut und auch alles Schlauch. Das heißt, da passiert auch nichts. Also... Deswegen alles gut. Wäre es jetzt ein krasses Labyrinth, dann hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, bin ich early. So, den zerstören wir. Oh. Wenn in dieser Art noch Rätsel kommen, dann wird geil. Seele entziehen. Meinst du mit dem hier? Wie ist die Grafik so? Hm. Also die Cutscenes sind à la Bonheur. Die Grafik hier ist so ein bisschen was zwischen Darks, Elden Ring und Demon's Souls. Ich würde sogar fast sagen, dass... Ich würde sogar fast sagen, dass Lies of Pi... Weiß, besser aussieht. Aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Es sieht vollkommen okay aus. Also. Und wir wissen nicht, was Day One Patch noch bringt, ne? Okay, erstmal hier schön die Überreste activaten. Wie findest du das Gameplay? Sieht sehr, sehr schnell aus. Oh, guck mal, teleportieren. Grabstätte. Okay. Ja, da brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen was. Gib mir mal noch eine halbe Stunde. Also... das ist noch so früh. Also mein erster Eindruck ist, die Kämpfe sind hackelig. Und das mit der Laterne überfordert mich noch voll. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich nicht weiß, ob es an mir liegt oder ob es am Spiel liegt.
Wisst ihr, die, also ich habe ja auch nur dieses Riesenschwert. Ich habe noch nichts, keine anderen Angriffe und so ausprobiert. Deswegen. Also ich kann an. Warte, ich muss mal ausprobieren. Ich kann gerade Angriffe, Animationen früher beenden mit Ausweichen. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, es ist noch schwierig, da was zu sagen. Also, weil ich nur diese eine Waffe hier habe. Es gibt ja auch viele Kombinationen und so, aber das fühlt sich nicht... Ich glaube, das kann man, glaube ich... Ich glaube, das kann ich objektiv sagen. Es fühlt sich nicht an wie ein normales Souls. Die haben auch irgendwas von Kombinationen gesagt und so. Da wird es wahrscheinlich geile Kombinationen geben. Da kannst du hier noch so... Kombinationsangriffe machen. Aber guck mal, die haben so ein Loch im Kopf. Das erinnert mich voll an diese Riesen aus Dark Souls 2. Hatten die nicht auch so ein Loch im Kopf? Spitzer Stock. Auf jeden Fall fühlen sich die Angriffe wuchtig an. Will ich aus Umbral zurückkehren? Wer ist er? Dann kann ich ihn angreifen. Oh ja, die können nicht alle angreifen. Axt im Kopf. Das finde ich gut. Ja, die wuchtigen Angriffe fühlen sich wirklich sehr wuchtig an. Gute Range. Aber ich weiß nicht, ob man das gut, ob man das sieht, aber es ist so... So behäbig, wisst ihr, der muss erst ausholen und sich vorbereiten und dann kommt erst der Angriff. Und es ist nicht so direkt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja jetzt genau vorher Lies of Pi gespielt. Und da machst du einen Angriff und der kommt sofort rein. Und hier musst du, oder hier ist erstmal, dass der erstmal ausholt und sich vorbereitet und hinstellt und so. Wisst ihr, was ich meine? Schwer zu erklären. Und das mit dem, was ich zur Grafik gesagt habe, das ist wirklich, wirklich meckern auf ganz hohem Niveau. Natürlich sieht es sehr gut aus. Okay, das hätte ich mir natürlich denken können, dass dahinter einer ist. Okay. Irgendwie hatte ich eben mehr Reichweite. Liegt vielleicht an der Klasse? Ja, das denke ich mir auch. Das denke ich mir auch. Könnte echt gut an der Klasse liegen. Axt im Kopf. Oh mein Gott, ey, was geht denn hier ab? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, Gegner respawnen, oder meine ich das nur? Ist das die Kreuzritterklasse? Nee. Komme ich denn da dran? Gewand des Pilgers, Beinkleid des Pilgers. Mhm. Wo
Boah, hier geht's ganz schön ab. Ich überlege, ob ich mal zurück... Oh, kann ich zurückrennen zum Leveln? Zu den einem Dude? Hier ging nämlich ganz schön viel ab. Ganz schön weiter weg. Also viele kleine Scheißgegner, ne? Vom Welten, die sieht stark aus. Hm. Also subjektiv, wenn du mich fragst, komme ich gerade nicht so, werde ich damit nicht so warm. Das gibt mir ganz böse Timesia-Vibes und das ist nix gut. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Okay, das finde ich ein cooles Gimmick. Man kann leveln, ohne am Leuchtfeuer zu rasten. Cool. Das heißt, man kann jederzeit seine Seelen ausgeben und muss nicht heilen und damit alle Gegner wiederbeleben. Finde ich ganz cool. Lies of Pi sieht nach Ecke geiler aus. Ja, also im ersten Eindruck, Leute, habe ich auch so das Gefühl. Und ich muss gerade sagen, dass es hier bei euch im OBS sogar besser aussieht als bei mir. Vielleicht habe ich auch hier eine scheiß Einstellung gemacht. Da läuft doch einer rum. Grafikqualität, bla bla bla. Ich würde gerne nochmal Helligkeit. Vielleicht habe ich es bisher ein bisschen zu hell eingestellt. Hier läuft doch jemand, hört ihr das? Wer läuft denn hier noch rum? Habe ich... Der sieht ja stark und groß aus. Ist das ein Böser? Ja, das ist ein Bösewicht. Hier, nimm mal eine Axt. Nicht getroffen! Boah, was macht der denn? Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? Seele entziehen, finde ich ganz geil. Guck mal her, Seele entziehen. Geht durch Wände, geil. Kann ich nochmal Seele entziehen? Nee. Was habe ich denn hier noch? Mindere Feuersalz. Ah. Man kann richtig schnell weglaufen, das fühle ich aber mal anders. Oh. Was habe ich? Schwächeschutz? Nicht getroffen! Er hat so wenig, ne? Mein Gott, habe ich wenig Life! Von hinten! Von hinten getroffen! Wie? Was soll ich sagen? Wie viel gibt der? Kein Item! Nur 500. Mach mal Leistung statt Qualität. Hab ich. Oh! 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 Wie krass, das fühlt man sofort. Du spielst auch nur mit 30 FPS. Kommt's im Stream jetzt auch geiler rüber? Der muss doch irgendwas beschützt haben, der Sack.
Als ob der hier einfach so rumgelaufen ist. Weiß ich gar nicht, ob ich das wollte. Ah, ich habe wieder Leben. Okay, wollte ich. Bewegungs- und Schärfe auf jeden Fall aus. Meinst du? Ich habe kein Leben, Leute. Kann ich mich hier mal bitte irgendwo ausruhen? Soll die Kacke. Aha, danke. Ach, guck mal, wenn ich ruhe, dann ist auch die Welt wieder normal. Oder wie? Boah, ich glaube, die Platin wird echt... Das wird hardcore, weil... Es ist jetzt schon, dass ich echt Probleme habe, mich zurechtzufinden. Das ist bestimmt eine Abkürzung. Lol, ich bin unter Wasser. Okay, man stirbt. Hä? Ach ja, man hat ja zwei Leben. Kann es sein, dass man da sterben sollte? Ist das das Wasser, wo ich gerade... Also, ich blick's nicht, ne? Ich bin echt überfordert. Ich bin überfordert, ich sage das ganz ehrlich. Hier bin ich eben gewesen, okay. Aber ich bin Ring des Bergwerkbesitzers. Erhöht maximale Ausdauer und die Rate der Ausdauerregeneration. Oh, geil. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile zu alt für sowas bin, aber ist viel. Erstmal die ganzen Game Mechanics, die auch viel neu sind. Vieles neu. Was ich schwierig finde. Aber auch habe ich es noch nicht ganz... Ich habe irgendwie das Gimmick hier noch nicht gerafft. Scheiße, kann ich abbrechen? Scheiße, gar nicht. Spielt sich besser auf Leistung, oder? Ja, um Welten besser. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Wieso ist das die Standard? Tut schon weh, ne? Dass das PlayStation 5 ist und... Es sah ja in Qualität auch nicht besser aus. Also, na gut. Keine Ahnung.
Das ist eine Leiter? Ja. So, wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen Chat hier lesen. Okay. Chat ist schuld, wenn ich sterbe. Ah, guck mal hier. Abkürzung freigeschaltet. Aber wir müssen eine Sache. So, das wird jetzt Totschlagargument, Leute. Haha. Keine Wendekollision. Keine Wendekollision. Ich lieb's. Und ich lieb's auch nur, weil es mich in Lies of Pi so abgefuckt hat. Keine Wendekollision. Dass ich mich darüber mal freue. Oh, ist das schön. Keine Wendekollision, Leute. Wieso fällt mir sowas sofort auf? Wird das demnächst ein Kriterium von mir in Souls Games, dass ich erstmal gegen eine Wand schlage und gucke, ob ich davon abpralle? Moin, Ruby. Ich bin wirklich komplett überfordert mit diesem Jasper, ne? Bin ich wirklich early, weil ich habe keine Ahnung, ob mir das Game einfach immer sagt, wenn ich es einsetzen soll. Oder eben nicht. Und ich selber gucken muss. Schnell laufen auf L3 ist auch irgendwie komisch in einem Souls Game. Muss ich mich auch erst mit anfreunden. Aber hier komme ich einfach zurück. Okay, gecheckt. Das ist ja eine komische Mechanik. Also. Was ist das denn für ein Game Design? Also ein hier. Wisst ihr, was ich meine? Also wieso baut man das hier so ein? Dann macht doch einfach direkt eine Treppe hin, dass man hier runter und hoch laufen kann. Wenn ich jetzt zurück will, muss ich jedes Mal hier hoch. Was ist das denn für komische Game Design Entscheidung? Oder ändert sich hier später nochmal was? Kann ich die Brücke runterlassen? Dann habe ich nichts gesagt, aber wenn es so bleibt, dann ist komisch. Ein Kollege? Ah, er wieder. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Über was? Eure Umbrallaterne vibriert und leuchtet in einer besonderen Farbe, wenn ihr euch in der Nähe eines Bettes aus Umbralblüten befindet. Wenn ihr auf einem Bett aus Umbralblüten steht, wählt Umbrallaterne mit unten und hebt mit L2 und Dreieck gedrückt, um ein Überreste-Sitzding heranwachsen zu lassen. Ein Überreste-Sitzding dient als Wiederbelebungspunkt, solltet ihr in Umbral sterben. Okay. 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 Wieso machen die nicht einfach da ein normales Leuchtfeuer hin? Na gut. Wenn ich so komische Fragen stelle und Sachen bemängel, dann ist das ganz oft meckern auf hohem Niveau. Nicht, dass das irgendjemand in den YouTube-Kommentaren wieder falsch auffasst. Das heißt nicht, dass das Game scheiße ist. Wenn hier hinter nicht eine Abkürzung oder Boss ist. Schnell laufen und X mit wählen und springen ist auch komisch. Okay. Alles, was ich bisher gesagt habe, hinfällig. Hier sieht's geil aus. Das gibt mir Demon's Souls Keilstein 2 Feelings. Also hier sieht's schon mal sehr viel besser aus. Okay, vielleicht war es nur dieser erste Bereich, der so scheiße aussah. Oh mein Gott, da ist ein Wolf oder so. Ich greife auch mal mit an. Guck mal, er wieder.
Ah, du Sack! Du Sack! Guck mal, der hat den selber angegriffen. Lebt er noch? Man kommt auch immer mehr ins Kampfsystem rein, muss ich sagen. Es ist viel. Es ist. Ja, wie ist es denn? Das Kampfsystem fühlt sich sehr Demon's Souls-mäßig an, weil da hast du auch viel abgewartet, bis der. Also, wenn hier nicht ein Miniboss kommt oder so, dann weiß ich auch nicht. Da hast du auch viel abgewartet, dass der Gegner seine Combo gemacht hat und dann hast du angegriffen. Da hast du auch nicht, sowieso nicht pariert und auch nur wenig geblockt. Und ich glaube, so werde ich hier auch spielen. Wenn das mir nicht weh tut. Ja, das tut weh. Will ich das Item haben? Klar will ich das Item haben. Wieso ist aufsammeln und springen auf einem Knopf? Das müssen wir erstmal ändern. Das ist doch dumm. Kann ich das ändern? Kann man nicht ändern. Das ist dumm. Rostige Schneide. Okay. Ich hätte schwören können, hier kommt ein Boss oder so. Ein Mini-Boss zumindest. Oh! Achtet mal auf das. Ich kann nicht hinzeigen, aber auf den roten Fleck da. Wie da die Texturen reinkommen. Also sind wir hier im Pokémon? Seht ihr das? Da kommt morgen bestimmt noch ein Patch, Day One Patch. Also. Krass. Guck mal hier auch, überall, komplett, wenn ich, bis ich einen Meter davor stehe. Seht ihr das? Da kommt safe noch ein Patch morgen. Ich spiele ja einen Tag vor Release. Also, das ist, da kommt noch ein Day One. Oh mein Gott, hier ist Boss. Ich habe null Heilung. Ich gebe mich bei ihm heilen. Ich denke mal, morgen wird ein Day One Patch kommen, ja. Aber die haben noch nichts zu Multiplayer gesagt, ne? Oh, das finde ich auch cool. Links seht ihr das mit Belastung. Da ist so ein Mittel und da sieht man so balkenmäßig, wie belastet man ist. Das ist cool. Gefällt mir. Die haben noch nichts zu Multiplayer gesagt. Ne, habe ich schon ein Multiplayer-Item im Inventar? Jetzt mal was reisen kann. Weil vielleicht können wir im Wie. Ja, wir haben jetzt eine Stunde durch, den Boss gucke ich mir noch an, aber. Multiplayer? Gibt's Crossplay? Mods könnt ihr bei eben googeln, ob es Crossplay gibt. Your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters. Die will ich nicht bekämpfen. Die will ich auf einen Kaffee einladen. All those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the exactor. Aber vorher muss ich mal duschen gehen. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh. And kann ich die Waffe haben? Cannot brook. P
Peter, Frau der gesegneten Erinnerung. Also, erstmal natürlich Hasenfuß-Taktik. Was war das für Schaden? Ihr Schwert wird übelst groß. Guck mal hier, für dich. Junge! Danke, Steven. Crossplay ist da. Ach ja, ich habe ja noch eine Chance. Stimmt ja. Also da muss ich mich aber noch dran gewöhnen. Also die Iframes sind unendlich groß, gefühlt. Was ist denn da oben? Fühlt sich sehr schwer an. Also das Springen auf X ist bei Schnelllaufen, das ist dumm. Und auch Sachen anwählen auf X ist. Ich werde über 1 Million Items rüberspringen, kann ich jetzt schon versprechen. Muss ich die wirklich besiegen? Minderer... Was ist das hier? Willkommen heißen. Unterstützung von Eis im Reisen erbitten. Oh ja, das machen wir mal. Das ist kein wirkliches Multiplayer mit Internetfreunden, aber da habt ihr schon mal einen kleinen. Oh, guck mal hier. Kleinen Vorgeschmack. Okay, wenn hier überall so Feuer ist und so, gehe ich mal davon aus, dass Feuer stark gegen die ist. Kommt der jetzt einfach oder wie im Kampf? Ich dachte, der kommt jetzt hier irgendwie. Okay, wir gehen mal rein. Ich werde mal Feuer nehmen. Ist der Kollege jetzt mit dabei? Was jetzt? Oh, holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue. Ist jetzt nochmal die gleiche Cutscene? Stay out of my way, Lampbearer. For your own good. Oh, guck mal, der lenkt die übertrieben ab. Boah, geil! Was war das denn für eine geile Attacke? Dreifacher... Vierfacher Attacke! Okay, ja, ich habe ja noch ein Leben. Also da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich nach dem Tod noch ein Leben habe. Da komme ich nicht drauf klar so richtig. Guck mal, er ist auch tot. Die kommen mir sehr stark vor. Ach man, ey. Was habe ich denn hier noch so? Heilige Salz. Feuerschutz. Schwächeschutz. Feuer. Ich nehme auch nochmal Feuer. Und ich hole auch nochmal den Kollegen. Obwohl ich nicht weiß, ob der ein doppeltes Leben hat.
Vielleicht muss ich auch mit der Laterne irgendwie spielen. Wo sind meine Seelen? Da. Ja. Okay. Also die Attacke ist echt asozial. Hier, nimm mal ein paar extra. Was ist das? Oh mein Gott, das macht ja auch noch dreifach Action. Oh, nicht aufgepasst. Ah, das ist asozial, Mann! Ich befürchte, ich muss direkt das Parieren lernen, weil ich habe keinen Bock drauf. Oder ich muss irgendwas mit der Laterne mehr arbeiten. Was habe ich denn da? Dreieck? R1, R2. Ich nehme mal nicht den Kollegen da. Aber ist doch für den dritten Versuch okay. Du, also wie ich immer überlege, und ich glaube, Skoppel überlegt auch immer so. Auch viele andere. Was macht einer, wo das erste Soulslag ist? Die Iframes sind unendlich, wirklich.
Der ist schwer, Leute. Viel Spaß. Viel Spaß mit dem. Ganz viel Spaß. Ludex Gundry, nee, der ist einfach. Der kann ja nichts. Das ist aber eine ganz komische Animation. Jetzt zweite Phase, dann mach ich Feierabend. Imagine jetzt zweite Phase. Dritte Phase, theoretisch, ne? Na, wie ist es bis jetzt? Überwiegend positiv. Aufstieg und Fall. Okay, das ist immer so storymäßig hier anscheinend, ne? While I wish they were unnecessary, my wishes will mit wie viel Leben habe ich es eigentlich geschafft? Ich würde gerne leveln, bitte. Gibt es hier irgendwie ein Leuchtfeuer? Ruhen! Well, auf jeden Fall weiter Vitalität, würde ich sagen. Das ist schon ganz gut. Ja. Dann kriege ich auch keine Gewichtprobleme. Das lohnt sich. So. Jetzt gucken wir mal. Brothers and sisters. Aber ich muss eigentlich auch nochmal zurückgehen, weil hinten, es gab eine, also eine komische Brücke. Geht jetzt hier weiter, oder? Muss ja, ne? Oder soll ich einmal zurückgehen zu dem einen Kollegen da? Sieht das aus, als könnte man da durch? Irgendwie schon. Mach mal auf hier. Okay, ich gehe mal zum Kollegen da hinten zurück. Hä? Er ist weg. Ich kann hier keinen Dingsbums mehr holen. Ich bin wirklich ehrlich mit diesem Umbral-Ding hier. Ich hab's noch nicht gerafft. So richtig. Ah, da links ist doch eine Tür. Stimmt, ich kann da links durch. Okay, ja. Mein Fehler. Der Lou. Der Lou mal wieder. Ich kann ja hier durch. Hier geht's durch. Runter und hoch. Was hier? Nix. Ach, ich könnte hier in die Miasma-Welt gehen. Miasma? Die Umbral-Welt. Miasma. Auf einmal in Zelda. Oh! Das ist eine Big Baba... Kiste. Heiligen.
Ah, wir können noch eine Sache testen. Oh, es gibt eben klein. Geil. Stimmt, hat er nicht gesagt, er ist ganz tief in der Brücke oder so? Weiß nicht, ob wir in der Brücke sind, aber... Ach, hab ich die Laterne? Hab doch schon eine Laterne. Ah ja, da ist der Kollege. Welcome, Dark Crusader. Okay. Hier beenden wir das Gameplay für YouTube-Leute. Lasst ein Follow da. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Game findet und ob ihr noch mehr sehen wollt. Lasst ein Like auf das Video da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.